Aufziehroboter und harte Zeug. Und jetzt muss ich ein bisschen über den Speaker, das ist Matthew Bogardi, der ist der Gründer von einem Company, von einer Firma namens Super Releaser. Was die machen ist, die bauen robotischen Raumanzugskomponenten und die entwickeln, also sie forschen in weiche Robotik, in nachgiebige Robotik. Also wenn ihr nah zu ihm sind, solltet ihr nicht zu böse sein, weil ansonsten wird er zusammen zerquetscht. Runde für den Applaus für Matthew. Hi. Ja, ich muss mal erklären. Ich bin ein Subkontraktor auf die NASA. Also NASA mag nicht, wenn man sagt, ich arbeite für NASA, es sei denn, man arbeitet wirklich für den. Deswegen sage ich, ich bin Subkontraktor für die NASA. Ansonsten werden sie mich vom Space lasern, vom alten. Einstein war auf einem Zug und dreht sich um zu seinem Nachbarn und sagt, hey, stoppt Boston, hört mit diesem Zug auf. Ich habe es nicht verstanden. So, er ist der Gründer und Wissenschaftler bei Super Releaser. Das ist ein nachgiebiger Roboter-Problem. Sie lösen Probleme mit nachgiebigen Robotern. Es ist ein neuer Feld der Robotik, das ist nur 30 Jahre alt. Und die meisten Probleme werden mit Biologie. Und die sind mit nachgiebigen Materien. Und in Robotik wird das meistens mit harten Kram, mit also Sachen, die überhaupt nicht nachgeben. Und das heißt, die Hälfte von den möglichen Lösungen zu Problemen wurden gar nicht erforscht. Und wir machen das, ich finde das sehr, sehr exciting. Also welche Nutzung haben wir für solchen Robotern und wie baut ihr eins? So. Wir werden ein bisschen starten mit einem Enigma. Ihr habt einen Mandibel in dem Roboter und die Muskeln sind verbunden von den Kiefer bis zum Dings. Die Muskeln, wenn ihr die Hände zusammenbringt, ihr presst, ihr könnt beißen mit 200 Pfund. Ihr könnt eure eigene Zunge wegbeißen. Versucht es nicht. So, wie würde man das machen wie würde man irgendwas abbeißen ohne Knochen? Also es gibt Squids, die haben einen Schnabel und die nutzen das und sie haben überhaupt keinen Knochen. Und trotzdem können sie beißen Sachen, die deutlich härter sind als sie. Mit einem Körper, der circa so hart ist wie eine Tomate. Und das wird durch etwas, das nennt man Functional Grating. Also sie haben sehr harte Ende, so hydrophobischen Protein, die immer weicher und weicher werden, je weiter in den Schnabel, als es reingeht in dem Squid. Und was passiert ist, es gibt diesen sehr harte Ende. Es balanciert die ganzen Kräfte rund um die Struktur, um so viel Kraft zu haben am Ende dieses Schnabels. Und wenn man das machen will, kann. Also ich hoffe, dass ihr lesen könnt. Und also das hat irgendwas mit Cerebral Palsy zu tun. Und das ist sehr teuer, das zu lösen. Und alles, das man nutzen muss, muss eigen gemacht werden, custom, weil Spezialisten müssen diese Arbeit machen. Der Grund, warum es ein großes Problem ist, dass nicht so gelöst wird mit einem Exoskelett, ist, weil
wir haben keinen richtigen, also an der Ellenbogen haben wir keinen harten Link zwischen beiden, keine harte Verbindung. Also das sind zwei Zylinder, die übereinander laufen. Und jede Person ist ein bisschen anders, ein bisschen andere Muskeln. Und es ist irgendwas anders, andere Diametern. Und deswegen ist es nicht möglich, ein normales Roboter, also ein Roboter, der alle das Problem für alle. Und um den Roboter, den Außenroboter zu machen, braucht man einen Spezialist, so der den Roboter macht. Und es gibt jemanden, der wirklich kann, der das tatsächlich an der Ellenbogen auch anbauen kann, damit es sauber ist. Ansonsten könnte es schmerzhaft werden. Also es könnte tatsächlich mehr Schaden einrichten als Probleme lösen. Und was wir machen, ist, wir machen weiche Exoskeletten für solche Sachen. Also kann ich einen Freiwilliger haben? Wie heißt du? Hey, ich bin Robin. Ja, eine Runde Applaus für Robin, bitte. So, wer das möchtest du einen ungetestete medizinische Gerät testen? Okay. Das ist ein Arm. Kannst du bitte deinen Arm da durchmachen? Dankeschön. Das Problem, wie wir versuchen zu lösen, ist der Punkt der Ellenbogen da. Okay, ein bisschen höher. Wie fühlt es sich? Gut, super. Ich war nicht in der Lage, ich könnte meine Pressluft nicht durch den Flughafen mitbringen. Aber also das Problem mit Cerebral Palsy ist, man hat einen Roboter, man hat den Muskel ist so verkrampft, dass ein Arm, Ellenbogen immer zu ist. Und wir haben diesen weichen Aktuatoren, die verteilen den Kraft über den Arm. Und spürst du die Kraft? Ja. Eine Runde Applaus. Der Konzept ist, dass tatsächlich eine Größe ist für alle gut. Was cool ist, ist, dass diesen nachgiebige mich diesen also das ergibt diesen nachgiebige Materialien ergeben eine Möglichkeit und können sich dann selber anpassen für an verschiedene Körpern. Es gibt andere Forscher, die solchen Sachen zum Beispiel beim Schlaganfälle Schlaganfall und es gibt eine Firma in San Francisco, baut diese Dinger wirklich für Schlaganfallpatienten. Und das Coole daran ist, wenn man Leute ermutigt, das zu machen, indem man ihnen mehr Freiheiten gibt. Und das kann ein großer Gewinn sein für das ganze Leben. Man kann vieles selber machen, man kann sich wieder selbst anziehen. Und das ist eine große Motivation, dann auch weiter zu trainieren und die Muskeln wieder aufzubauen. Und so kleine Hilfen können einen ganz großen Effekt haben für das ganze Leben. Und andere Anwendungen sind hier solche weichen Roboter, die irgendwie ganz bestimmte spezifische Probleme lösen. Und eine Möglichkeit der Anwendung ist für Prothesen. Und das ist, Hugh Herr ist ein doppelt amputierter Patient und er hat solche Strukturen mit einem 3D-Printer gemacht und hat eine Prothese, die auf den Rest des Beins passt. Und normalerweise gibt es keine Federn, die Stöße abfedert. Und wenn man Beine amputiert bekommen hat, dann werden alle Schläge direkt übertragen. Aber es ist nicht beliebig stark und beliebig
kräftig. Das heißt, wenn man immer die Schläge bekommt von der Prothese, werden diese Stöße nicht abgefedert, sondern direkt übertragen an den Körper. Und das heißt, kräftige Kraftstöße werden übertragen. Und das ist keine angenehme Erfahrung. Und das Schwierige ist, das Problem ist, dass dann das auch der Rest von dem Glied dann auch beschädigt wird. Und man hat einen Sockel für den Strumpf. Und das muss ganz genau angepasst werden an die Form. Und aber wenn es das bestehende Gewebe schädigt, dann ändert sich die Form und der Sockel selbst ist kräftig genug, die Kraft zu übertragen, ohne das zu beschädigen. Und man hat dieses mit 3D-Druckern gemacht und weiß sind sehr, sehr steife Teile und dunkel ist sehr wenig steif und man sieht, wie die Kraft da verteilt wird. Und ein anderes mechanisches System, was das benutzt, sind die Hufe von Ziegen. Und Ziegen können ihre Füße überall hinsetzen, wo sie wollen, auf rutschigen Felsen. Und wer das schon mal probiert hat, da einen Felsen hochzuklettern, wird erstaunt sein, wie das geht. Und wenn man es mit Aktuatoren und Servomotoren macht, dann ist das ganz schwierig, das nachgiebig zu machen. Und das ist ganz, ganz kompliziert, die so anzupassen, dass eine unvorhergesehene Situation sich anpassen kann. Und oft muss man mit Robotern dann Pausen machen und warten. Und hier sind Ziegen und noch mehr Ziegen. Und hier ist ein Roboter. Ja. Also, was ich hier versuche zu machen, ist, wenn man sich die Füße anguckt, das sind harte Metallstücke, das ist verrückt. Und die können sich nicht an unvorhergesehene Situationen anpassen. Und er muss mit dem Fuß genau in dem richtigen Winkel auftreten, Vektorkräfte und so weiter. Und es muss genau die Vorwärtsbewegung kompensieren, genau da, wo er landet. Und das ist nur mit Berechnung ist das extrem schwierig, das genau zu lösen. Aber man kann es auf eine viel dümmere und einfachere Weise machen, wenn die Kraft auf eine bestimmte Weise verteilt werden kann. Und ein anderer Organismus, der das sehr gut kann, sind Insekten. Die Fliegen haben diese Haare an ihren Füßen und die Fliege rutscht mit dem Fuß über eine Oberfläche und es kann auch ganz glatt sein und diese Haare sind ganz winzig klein und das ist viel, viel kleiner als ein menschliches Haar und die findet ganz schmale Spalten in der mikroskopischen Struktur der Oberfläche und kann sich daran festhalten und verschiebt den Fuß da drauf und irgendwann bleibt er hängen und dann macht es das mit dem anderen Fuß und dann mit allen Füßen und immer wieder und Fliegen sind nicht besonders schlau. Und wie wir das machen mit weicher Robotik ist, ich war daran beteiligt an einer NASA-Forschung und das heißt hier Aaron Pronas und wir versuchen eine Massenproduktion machen von diesen Dingern, die ein ganz komplexes Verhalten haben. Und wenn man die alle zusammenbaut, diese individuellen Aktuatoren, sind ganz einfach zu machen und einfach Magneten und einfach mehrfach zu bauen und zusammenzubauen. Und wir machen ganz, ganz viele, hunderte von ganz einfachen Sachen. Und dies ist eine steife Struktur. Und hier ist eine nachgiebige Struktur. Und dann gibt es zwei Punkte, an denen das zusammengebaut wird. Und da ist eine Feder dran. Und wenn es... Man kann es zusammendrücken von einer Kraft und wenn die Kraft weg ist, dann kommt es wieder raus. Und wir haben das hier in großen Blöcken zusammengebaut und versucht bei der NASA Forschungsroboter zu bauen, die einfach Gelände erkunden und die einfach das nachbauen, was man mit den Füßen macht. Und ich weiß nicht, 15 Minuten, um das Signal zu übertragen.
von einem entfernten Planeten und das macht es sehr, sehr aufwendig. Und dies ist wirklich über Kopf. Aber was hier passiert ist, man nimmt alle diese Haken und hat diese ganz einfache Prozedur, einfach die Pfote anheben und bewegen und wieder nach unten setzen und dann so weiter. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr eure eigenen weichen Roboter bauen könnt. Diese sind ist kein Sexspielzeug, sondern das sind Roboter. Und ich mache ganz viele 3D-gedruckte weiche Roboter. Ich habe ganz viel da auf Thingiverse und man kann es runterladen. Und ich schreibe gerade ein Buch darüber, wie man jeden nachgiebigen Roboter bauen kann, der mir einfällt. Und nein, ist noch nicht veröffentlicht. Nein. Und es fängt an mit, man kann 3D-Drucker benutzen. Ich mache eine ganz billige 3D-Drucke, um Gussformen zu machen. Und ich mache einfach mehrere Generationen von Formen und schreibe dran Experiment ABCDE und so. Und dann vergleiche die miteinander und verschwende nicht so viel Zeit. Meine Zeit ist wertvoll. Ich könnte Roboter bauen, anstatt die zu bauen. Und jetzt habe ich diese Form hier und die besteht aus zwei Hälften. Die Gussform besteht aus zwei Hälften und in der Mitte ist ein Kern und Silikon ist einfach so nachgiebig, dass wenn es gegossen ist, wenn Silikon gegossen wird, dann kann ich einfach den Kern rausziehen aus dem Silikon. Und es gibt auch eine innere Struktur dann von diesem Silikon und ein Hohlraum. Und ich kann einfach bestimmen, wie das Silikon verformt wird. Und hier ist das Teil, wo es dran gebaut wird. Und da ist nur Silikon und Luft. Und dann macht es dieses komische Greifwerkzeug. Und ja, ich habe meine Druckluft jetzt nicht hier, aber ja, ich bin jetzt. Ja, ich habe dieses Greifwerkzeug. Los, 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 los. Yeah! Naja, also, es ist ein kann ganz viele verschiedene Objekte anheben. Nur dadurch, dass es einfach ganz simpel und nachgiebig ist. Diese nachgiebige Natur macht es ganz einfach Sachen hochzuheben. Okay. Das letzte ist. Das ist die NASA. Und eine andere Art, um nachgiebige Roboter für Menschenprobleme. Also, wie ihr weißt, Weltall ist ziemlich cool, aber es ist nicht schön für eure Körper. Und im 0G, also die Oberflächenspannung wird eine dominante Kraft. Also es kommt Astigmatismus, weil die Eier werden runder und jeder in All trägt Brille. Also was man machen möchte, ist einen weichen Weltallroboter in einem Weltraumschiff in Form eines Menschen. So. Und man möchte Sachen machen, wie zum Beispiel der Hubble reparieren. Aber weil es innerhalb von der, es müsste Luft, gell? Also jetzt hier haben wir ganz viel Luftdruck und alles, das irgendwie im All ist, wird dann mehr oder weniger breit. Und es bläst. Und literal. Nein. Und den Körper funktioniert einfach nicht im Vakuum. Und normalerweise macht man diesen Druck durch pneumatische Druck und man hat diesen Anzug und dann. Okay. Und der Anzug wird eigentlich wie ein Feder, wie ein Lugfeder. Weil das nicht funktioniert. Und wenn Sie auf dem Space Shuttle arbeiten, wenn die Astronauten arbeiten auf der Roboter, also wenn man arbeitet, muss man gegen diesen
gegen diesen Druck Fehler immer anarbeiten. Und das ist eine Unterdruckkammer und das federt halt immer zurück. Und wir haben einfach nur die, wenn man seine bloße Hand in die Vakuumkammer tut, dann schwillt die an und es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen. Man kann einen Stahlblock machen, der mit genau die Form deiner Hand hat und dann im Vakuum würde die Hand sich nicht verändern, also würde man es nicht merken, aber das, um damit Raumschiffe zu reparieren, ist das nicht sehr nützlich, wenn man es aus Stahl hat. Die andere Möglichkeit ist, einfach Druck auszuüben und man kann einfach Handschuhe zu machen, die man dehnen muss und dann macht der Handschuh selber ersetzt den Luftdruck und drückt drauf und genau ist das, was wir machen. Hier links ist der Handschuh von den Gemini-Raumfahrern und rechts ist ist ein bisschen zu klein, der Handschuh, das ist der ganz neue und das Vakuum-Weltraum zieht nach außen und der Handschuh drückt wieder nach innen und das gleicht sich genau aus. Und das sind einfach diese nachgiebigen Roboter-Elemente. Und man schrumpft diesen Handschuh, sodass er genau auf die Hand passt. Und dieses hier wird in der Raumfahrt benutzt werden, wenn es denn so funktioniert, wie es soll. Und die Idee ist nicht, auf einmal einen ganzen Raumanzug zu machen, sondern Einzelteile nach und nach zu machen. Und die NASA kann es dann benutzen. Und bisher gibt es nur den Handschuh und ein Interface zu dem traditionellen Raumanzug. Das heißt, der Handschuh schützt einen vor dem Saugen des Weltraums. Und was hier interessant ist, wir haben diesen druckbelüfteten Anzug und den nicht unter Druck stehenden Handschuh. Und die meiste Zeit ist, dass man eben diese Dichtung braucht von dem unter Überdruck stehenden Raumanzug zu dem nicht unter Druck stehenden Handschuh. Und das ist ein cooles Problem, das zu bauen. Und wir haben hier ganz, ganz tolle 3D-Drucker. Und ja, das ist trotzdem alles ganz billig. Naja, auf jeden Fall, ich bin Matthew Bugatti, das ist meine Firma, Super Releaser. Und wendet euch an mich, wenn ihr Probleme zu lösen habt mit nachgiebigen Robotern. Okay, thank you very much. Ja, vielen Dank. Und ist das übliche, Fragen und Antworten. Bitte an den Mikrofonen anstellen. Wir machen erstmal den Signalengel. Hallo, ich habe zwei Fragen von einer Person. Das erste ist, gibt es eine Handprothese von dem Mars-Robot? Diese Mars-Klaue, gibt es da eine Handversion, eine Handprothese, die so funktioniert? Ich habe es noch nie gesehen. Das wäre machbar. Ich hab an sowas gemacht, das zu machen. So habe ich Aaron Prunes getroffen. Wir haben einen Spider-Man-Anzug gemacht und eine mit Händen. Ich ändere meine Geschichte nochmal. Also er hat Hände gemacht, mit denen jemand die Wand hochklettern konnte wie Spider-Man. Und das gab irgendwann mal im Universum zu einem Zeitpunkt sowas. Und die andere Frage von derselben Person, was ist mit Stoßdämpfern für Prothesen und ist das in der Prothese selber oder ist das nur an dem Übergang zum Körper? Und das ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht das mit den laufenden, mit den Beinen von Prothesen, mit den Kohlefaser und da ist ein nachgiebiger Stoßdämpfer praktisch drin. Aber das Schwierige ist, um den Schock aufzunehmen, muss man sich bewegen. Und um die Kraft zu erhöhen, muss man sich runterbewegen. Und wenn man nur eine Feder hat, so ähnlich wie ein Kolben, und immer wenn man auftritt,
muss man immer einfedern und das sieht etwas seltsam aus. Das ist vielleicht okay, aber es ist nicht optimal. Und so wie es im Moment versucht wird, ist, indem man eine, einen Silikonmantel hat um die Prothese, die normalerweise aus Kohlenstofffaser ist. Und dann, aber es dämpft die Kraft nicht wirklich. Und die Idee ist, dass man nicht den Stoß abfängt, nicht über die Prothese, dadurch, dass die nachgibt, sondern über den stärksten Teil des Körpers. Also ich hoffe, dass wir auf Gebäude, über Gebäude springen werden können. Weitere Fragen? Wir haben keine Fragen am Mikrofon. Ich habe noch eins, wenn keiner will. So, vom IAC ist, also Entwerfen von einem Silikon-Circuit ist sehr kompliziert und viele Parametern. Wie vorhersagen Sie den elastischen Verhalten Ihrem Roboter, wie zum Beispiel bei FEM-Simulation oder Versuch und Fehler? Also, ja, das ist so ähnlich wie finite Elemente, aber ist sehr prozessorintensiv. Man kann was nehmen, man kann da Gitter drüber legen und das verschieben. Das ist sehr nicht linear und einige Verformungen ändern die Wandstärke und die Dicke und dann muss man das neu berechnen alles. Und was schwierig daran ist, ist, dass das genau der Welt entsprechen muss. Und man hat Simulationen, die etwas vorhersagen, aber das ist kein wirkliches Design-Tool, was auch eine Simulation macht, sodass man vorhersagen kann, wenn man das machen will, dann muss man es so machen. Und die Welt, wie sie auf dem Computer simuliert wird, entspricht genau der Welt, der wirklichen Welt, sodass ich das perfekt designt habe. Aber man kann einige von diesen Tools benutzen und macht dann Iterationen über ein Framework und so, dass man das nach und nach ankommt. Aber die Simulation ist nie gut genug, entspricht nie der Wirklichkeit gut genug, sodass man das wirklich benutzen kann. Aber das Beste ist immer weiter iterieren und einfach die Kosten zu senken von dem Bau von Prototypen und sodass man ganz viele Prototypen machen kann. Und noch eine Folgefrage? Was ist die Variation von der Material und von den Prototypen? Was ist die Variation? Das Material ist sehr konsistent. Das ist Vulkanisation bei Raumtemperatur und kann die zusammenbauen. Und die Chemie ist schon so fortgeschritten, dass man einfach 50-50 das mischen kann und das härtet dann aus. Und die Eigenschaften sind sehr konsistent und gleichbleibend. Und die Variation ist dokumentiert und ist sehr niedrig. Und einiges davon erfordert gute Prozesskontrolle. Man muss sehr, sehr genau arbeiten, dass da keine Blasen drin sind in der Form und die Dimensionen sind genau richtig. Und es gibt da bestimmte Tipps und Tricks und in welche Richtung die Blasen rausgehen können und so. Da muss man sehr sorgfältig sein. Nicht, dass die Leute auf dem Internet keine Menschen sind, aber wir haben jetzt Menschen vor dem Mikrofon, aber die sind hier. So, und wir haben ziemlich viel Zeit. Ihr könnt noch mehr Fragen stellen und auch mehr vom Internet. Aber zuerst ein paar Fragen von dem Mikrofon. So. Also die Ressourcen sind sehr billig, aber wo kriegt die her? Wo kriegt ihr die her? Ich habe keine Ahnung. Und also wo kommt das Geld her? Wo kriege ich meine Materialien? Und wie kriege ich eine bestimmte Scheuel? Und ich weiß nicht ganz genau, was die Spezifikationen sind. Und kann man die zusammenmischen oder was? Wie soll man das zu Hause machen? So, woher kriege ich meine Materialien? Was kosten die? Und mische ich verschiedene Silikonarten und. Und? Ich hab ziemlich viel Recherche gemacht und nichts gefunden. Deswegen elektrisch konduktiv Silikon. Habt ihr was gefunden?
Ja, also Silikon, es gibt die elektrische Elastomere, da gibt es Dokumentationen zu, die werden nur leiden bei sehr hohen Spannungen. Und es gibt sie, aber ich nehme die normalerweise nicht, weil das nicht so mein Feld ist. Elastomere, die bei Spannung ihre Form ändern, aber die nehme ich nicht. Und manche benutzen verschiedene 3D-Printer. Ich habe einen bestimmten Typ und was immer ich auf eBay finden kann. Und das Silikon, was ich benutze, ist Smoothon Dragonskin 10 und EcoFlight 0050. Die kosten ungefähr $100 pro Gallone. Aber es gibt viel billiger als technisches Silikon für medizinische. Und die kosten ungefähr $1000 pro Pint, also pro halben Liter. Und die Teile, die ich benutze, sind irgendwie bestimmte Epoxidharze und Silikon bei Home Depot und sowas. Und also benutze ich von 0050 bis Sean A10. Und es gibt auch welche mit Silikonöl oder Verdünner von Silikonherstellern. Und man kann das mischen mit Dragonskin, weil die denselben Füller benutzen. Und oft mixe ich die 50-50, 50-50, um das irgendwie anzupassen. Smooth-Skin has keinen europäischen Distributoren. Habt ihr eine Lösung? Also eine Lösung? Oh, Amazon Import? Amazon vielleicht importieren, auch von physikalischen Objekten abreißen oder so. Ich habe da eigentlich keine Lösung für den Export. Ich würde einfach fragen, anrufen und fragen. Wir haben gesehen, wie ihr dieses Handpumpe benutzt habt, um diese Teile zu schließen. Und wie viel Druck würde man nutzen, um um eine Antwort zu bekommen von einem Mensch? Wie viel Druck würde man brauchen, um einen Gallone Milch zu heben? Und wie viel Hardware wäre das, um diesen Druck aufzubauen? Ja, eine wichtige Frage. Mein Teil braucht 10 bis 20 PSI. Ich benutze CO2 und hat ungefähr die Energiedichte von einer Lithium-Polymer-Batterie. Das heißt, ungefähr wie eine Batterie. Und die benutze ich. Und besonders, weil unmittelbar das Drehmoment da ist. Und wenn man in San Francisco ist, dann ich glaube, die Systeme, die ich gebaut habe für Menschen, naja, man kann unter Druck stehende Gase nicht im Flugzeug mitnehmen, aber die Energiedichte ist passend für Gelenke in diesem Bereich. Andere haben damit gearbeitet, um ganz viel Kraft zu nehmen. Wenn man nur mit diesem Mechanismus Milch hochheben will, dann das ist schwieriger, weil man das Silikon steifer machen muss, damit es dem Gewicht von einer Gallone Milch widerstehen kann. Man kann natürlich wenn viel Drehmoment aufgebracht werden muss, dann sind da harte Teile drin, die sich linear verformen. Nur die abhängt von der Gesamtkraft. Und Schnecken haben das zum Beispiel, die haben ein Rückgrat da drin. Und es ist keine perfekte Lösung für alle Probleme. Das ist gut für manche nachgiebige Interfaces. Und manchmal muss man da einfach noch nachforschen, welche Mechanismen da passend sind. Wir haben mehr Fragen vom Internet, von netten Leuten aus dem Internet.
So. Oder von einem Kühlschrank, man weiß da nicht. Wir haben eine Frage hier. Wie funktioniert der Universal Jamming Reaper zu einem künstlichen Reaper? Das ist ziemlich speziell. Also universale Greifer mit einem Ballon mit Kaffee drin und gemahlenem Kaffee und ohne Luft wird das ganz steif und man kann, indem man Luft rausnimmt oder dazu tut, hat man diese universellen Gripper, Greifer und wenn man das um ein Objekt rumbiegt und dann die Luft rauszieht, dann kann man das damit hochheben, weil es ganz steif wird dadurch und man kann auch selbst Würfel damit hochheben und man kann das passt sich dem dann an und es kann nicht mehr rausfallen, weil Reibung entsteht an der Wand. Und der Vorteil ist, es kann ganz verschiedene Sachen hochheben, auch solche, die flach auf dem Tisch stehen. Und der Nachteil ist, dass die leicht kaputt gehen und dann gibt es bestimmte Objekte, die sich nicht hochheben lassen, wo die Hand der Gripper ganz rundherum gehen muss. Und man muss genug Spielraum haben, um das um einen Henkel drum biegen zu können. Und wenn man das hochhebt, dann biegt sich das trotzdem vielleicht wieder auseinander und lässt schwere Objekte fallen. Und bei den Soft Robotics, bei den weichen Robotern, mit Krakenarm-Greifern, die können sich da drum rumwickeln, auch sogar mehrfach drum wickeln und können diese Objekte dann auch hochheben. Und der Nachteil ist, dass sie zum Beispiel nicht gut einen Stift hochheben können. Daran sind sie ganz schlecht. Ich habe noch eine weitere Frage. Also, wie baut man kleine pneumatische oder hydraulische Druckteile? Sehr, sehr klein. Das ist ein Problem, was ich im Moment gerade zu lösen versuche. Es gibt Möglichkeiten, ganz niedrige Drücke mit Piezo-Elementen zu kriegen. Ja, tschüss Computer. Ja, okay. Ja. Man kann Piezo-Elemente benutzen, die einfach zwei Ventile haben, zwei Rückschlagventile, die einfach die Luft da reinpumpen und hat dann ein Rückschlagventil und zieht und saugt über das andere Rückschlagventil. Und die können sich sehr schnell bewegen und man kann dadurch Druck erzeugen. Aber der Nachteil ist, dass sie nicht viel bewegen und man hat ein Federsystem da drin und der Rückschlagdruck ist höher als das, was die Piezo-Elemente aufbringen können. Und dann hat man bei bestimmten Druck einfach, funktioniert es dann nicht mehr. Aber man kann sehr, sehr, sehr kleine Luftmengen damit bewegen. Also ein Piezo-Lautsprecher hat einfach... Und man hat dann einen Piezo-Lautsprecher und Rückschlagventile und das wäre ein ganz winziges Pumpsystem. Und das andere ist, man hat einfach Membranpumpen. Und da gibt es ganz, ganz billige aus China, so Membranpumpen und eine Gummimembran und die bewegen Kolben auf einem Gelenk und bewegen sich rein und raus. Die pumpen die Luft in eine Richtung raus, die ganze Art. Und kleine Hydraulik, Hydraulik ist nicht wirklich mein Feld und ich benutze immer, man kann halt Pneumatik benutzen, man kann Hydraulik benutzen, um Pneumatik anzutreiben und das ist das Einzige, was ich mit Hydraulik zu tun habe. Also, ich gucke nur, wie lange du da stehst. Warum hat keiner ihm einen Stuhl gegeben? Also ich habe gehört, wenn du Roboter rumlässt und nach 5 Minuten machen sie alles kaputt und nachher gibt die Robotik eine Möglichkeit, um das Problem zu lösen? Ja, ich glaube, das ist eine Lösung.
Und um diese Frage nochmal zusammenzufassen, Boston Dynamics macht diesen super teuren Roboter, der Big Dog heißt. Und ich bin hier nicht da und sage, hey, Boston Dynamics, hey. Und denn ich bin nicht so. Aber einer der Nachteile ist, dass es ein komplizierter Roboter mit ganz vielen Sachen, die kaputt gehen können. Und eins, was ganz schwierig ist, die über eine lange Zeit zu betreiben, er muss immer genau alles perfekt richtig machen, damit er nicht umfällt. Und er soll dazu dienen, dass Soldaten nicht sterben müssen, weil er hier dafür dann stattdessen benutzt wird. Aber ich habe gehört aus anonymen Quellen, und dass Leute versucht haben, den Roboter zu retten, weil er so teuer ist. Und die Lösung, glaube ich, die passend ist hierfür, dass man nur die Schlachten auswählt, wo das dazu passt. Und wenn man wenn der Fuß macht, kompensiert ganz viel passiv von der Dynamik, über Trümmer zu laufen, über unebenen Boden oder Treppe hochzulaufen, und ganz, ganz wenig kompensiert man das. Und ich glaube, dass man muss wählen, wo man diese Nachgiebigkeit braucht und wo man eben viel Kraft braucht. Ist das eine ausreichende Antwort? Ja. Okay. Okay. Are you a signal angel? Oh, du bist kein Signalengel. Du musst an der Mikrofon gehen. Wir wollen die Fragen zu haben. Und der Signalengel hat eine Frage. Ich habe eine weitere Frage. Eine Antwortfrage, also weitere Frage. Also, wenn man versucht, einen Kompromiss zwischen Pneumatik und Hydraulik und? Welcher würdest du nutzen? Oder was ist der Nutzungsfall für jeder? Ja, okay. Hydraulik ist gut für Bergbau, wo man einen Bohrer hat, der sich dreht, und es hat unmittelbar eine große Drehmoment und viel Kraft und sehr wenig Verluste aufgrund von Reibung. Und das ist eine sehr gute Anwendung für Hydraulik, wo man sofort ganz viel Drehmoment braucht, und Wasser lässt sich nicht komprimieren, und man hat einen Kolben, der von einer Hydraulik angetrieben wird, ist genau da, man hat genau in der Position, wo man ihn braucht, aber es ist die Kompressibilität von Wasser ist minimal, und man hat kaum Nachgiebigkeit, eben es wird sich eher das Metall verbiegen drumherum oder eine Dichtung rausfliegen, wenn man extrem hohe Kräfte hat, und das ist interessant, wenn man über nachgiebige Systeme spricht, dann ist das eben ganz anders, denn Hydraulik bewegt sich nicht, und weil man eben sofort sehr hohe Kräfte hat und kann eben sehr schnell den Druck ändern, und wenn man spastische Bewegungen hat in dem Arm, dann kann man die kompensieren, exakt kompensieren. Das heißt, eine interessante Anwendung, aber sehr schwer anzuwenden. Und ich benutze Pneumatik, weil ich einfach da verschwenderisch mit umgehen kann. Und ich habe einfach einen Monitor, wie viel Druck auf dem System ist, und ich muss nicht so ganz genau darauf achten, wie viel ich da reinpumpe, solange ich weiß, wie viel Druck das ist. Und das macht keinen großen Unterschied, wo ich den Regler stehen habe, solange es auf ungefähr auf dem Wert, auf dem richtigen Wert bleibt. Und ich kann einfach mit rumspielen und mit rumdameln und muss mich nicht um kleine Lecks kümmern oder so. Und das ist bei Hydraulik ein Albtraum, dass man wirklich immer ständig nach Lecks suchen muss. So, du zuerst im Rücken, im Hinten. Du hast gesagt, deine Company ist ein Subkontraktor vom NASA. Und ich denke, du hast gesagt, dass diesen Board, das du gemacht hast, werden auf die ISS benutzt, wenn alles funktioniert. Ja, wenn es alles funktioniert, werden die dann benutzt. Aber und das heißt, du glaubst in deinem Produkt
Und es klingt sehr glaubhaft. Aber glaubt die NASA wirklich, dass es die Zukunft von dem von Allanzug oder zahlen sie nur, Einfach um irgendwas nur zu testen? rumdamelen, ja, das wäre ein toller Job. Ich habe einfach nur ein bisschen rumgedamelt. Alles funktioniert? Nö, alles okay. Naja, also die investieren darin, weil sie Probleme lösen wollen mit den Raumanzügen. Und mechanischer Gegendruck ist, glauben Sie, ist eine der Möglichkeiten, das zu lösen. Und der große Unterschied zu dem ersten funktionierenden Raumanzug und wurde von einer Latexfirma zunächst gemacht. Und es war professionelle Schneiderinnen haben den zuerst gemacht, den ersten Raumanzug. Und die Wissenschaft, die Wissenschaft von nachgiebigen Materialien ist immer ganz einfach physikalisch zu beschreiben, aber man hat einfach versteht, wie die Materialien sich verhalten, wenn man damit arbeitet. Und die meiste Raumanzugtechnologie ist einfach so: Ihr Leute, ihr arbeitet mit dem nachgiebigen Zeug, könnt ihr was machen, was bisher in Raumzügen noch nicht gemacht wurde. Und wenn es funktioniert, dann können wir einfach viel verbessern und haben was Neues. Aber es ist was ganz Neues und ihr müsst erst mal rausfinden, wie es auch versagen kann. Und so, wir probieren ganz viele von den Sachen, neue Sachen aus, um diese Top-Level-Probleme zu lösen. Aber wir haben ganz viele Mid-Level-Probleme in der Mitte. Aber die Leistungen, die wir haben, das Verhalten in den Unterdruckkammern und die Kräfte, die wir messen und so, sodass sich die Fingernägel nicht ablösen, das sieht sehr vielversprechend aus. Ja, und NASA sieht auch, dass das vielversprechend ist und unterstützt das. Hi. Du, am Mikrofon. Wir versuchen, weiche Roboter zu bauen in unserem Makerspace in Milan. Und ich, ohne einen Designmodell zu haben, um die vorher zu bauen, ohne die zu bauen, es ist sehr schwierig. Was denkst du über diesen Designprozess, über von weiche Ja, Roboter? ja, leider gibt es irgendwie nichts, kein Data Dump, den ich euch geben kann. Das ist so, wenn ihr C-Programmierung aus Büchern lernt, wenn das ganz, ganz schwer wäre, wenn ihr das Internet nicht gäbe und ihr nur ein Buch hattet mit C und ich habe das ganze Buch gelesen und man weiß nicht, warum es dann nicht geht. Es gibt keine einfache, gute Anleitung. Man muss damit rumspielen und es gibt einfach nicht so viele Leute, die das machen, die direkt deine Fragen beantworten könnten. Ja, es gibt einige Antworten auf meiner Webseite, aber beim superreleaser.com/forum und da werde ich auch Fragen beantworten, wenn ihr da im Forum was fragt. Aber, die Schwierigkeit ist, es gibt ein Level auf Wissen da, wie man Probleme löst mit nachgiebigen Robotern, ein Basiswissen, einfach was nicht funktioniert, warum Sachen nicht funktioniert und Designprozesse und so. Und das macht es eine ganz, ganz steile Lernkurve am Anfang, wo man erst hochkommen muss, um wirklich Sachen zu bauen, die funktionieren. Und ich arbeite daran und an dem Designprozess und veröffentliche dann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber vorher muss man einfach, ja, Leute haben die Fragen beantworten und es gibt fast niemand, der einfach dir in einem Stück alle Informationen geben kann. Einfach nur liest dieses Buch und du weißt, wie es geht. Und es gibt so viele Designprobleme und man muss einfach das System im Detail kennen. Okay, ich glaube, wir haben ein, zwei weitere Fragen vom Internet. Jörg funktioniert gut und wir haben noch ziemlich viel Zeit. Alle Ihre Fragen. Also, die Leute wollen sich bei dir bedanken, weil sie ziemlich cool ist und man sieht, dass du sehr viel Spaß hast. Und die eine Sache, dass die Leute interessiert drin sind, ist der 1 Million Dollar Roboter, der von Soldaten gerettet werden soll. Was ist damit? Ja, so eine Art, ungefähr so.
Ich will das da nicht so weit ausholen, weil ich damit nichts zu tun habe. Ich bin nicht beim Militär, ich habe Freunde, ja, und deswegen kann ich nicht sagen, so ist es heute. Und also in einigen, zum Teil bei allen Sachen, die ihr benutzt, wenn ihr ein Elektriker seid und was repariert, dann seid ihr dafür verantwortlich. Und selbst wenn jemand direkt mit euch arbeitet und sagt, ja, das ist explodiert, aber es ist nicht deine Schuld, aber letztendlich bist du doch dafür verantwortlich. Und wenn ihr teures Equipment habt, für das Leute verantwortlich sind, und wenn das versagt, dann müsst ihr irgendwie begründen, warum ihr das zugelassen habt, dass es kaputt gegangen ist. Und wenn einige Systeme sind, die unglaublich kompliziert sind und unglaublich teuer, wie einen großen Roboter, der bestimmte Sachen auf dem Feld machen soll. Wenn das verloren geht, während du dafür zuständig warst, dann bist du dafür verantwortlich und dann kriegst du den Ärger dafür. Und ich glaube, in einigen von diesen Situationen, wenn diese Roboter nicht hundertprozentig zuverlässig sind, dann müssen Leute dafür Verantwortung übernehmen und werden dann versuchen, den Roboter zu retten. Was gar nicht ursprünglich die Absicht war. Wenn meine Theorie ist, wenn man es schafft, Roboter billiger zu machen, wenn die Fertigung anders wird, das ist eine der Arten, eine Sachen, wo ich hin will mit den weichen Robotern, dann werden die billiger und dann geht es eher in Richtung von Robotern, die einfach verloren gehen können. Die können einfach explodieren und es macht nichts. Aber warum ist man verantwortlich dafür oder muss man ja dafür zahlen? Ich glaube, einzelne Soldaten sind nicht dafür verantwortlich. Ich bin eigentlich der Letzte, den man sowas fragen sollte, weil ich nichts mit dem US-Militär zu tun habe. Oh, wir haben weitere Fragen. Und ihr kommt immer in der letzten Minute mit euren Fragen. Der Mikrofon. Also ich habe eine Frage wegen Produktion. Habt ihr Beispiel von einem massenproduzierten Soft-Robotika-Projekt? Ja, weiche Roboter in Massenproduktion. Das beste Beispiel ist Nerf. Nerf benutzt ganz viele weiche, nachgiebige Materialien und dann kann man die aus Kanonen verschießen, aus Pistolen verschießen und ganz viele der Sachen werden Sachen zusammengedrückt und hier wird was aufgeblasen und da ist eine Nerf Gun. Ja. Und nachgiebige Systeme gibt es überall. Segel zum Beispiel, die können straffer und steifer gemacht werden, je nach Wind und je nach Richtung, weil die Fasern sehr, sehr hohe Zugkräfte aufnehmen können und je nach Trimmung wird das mehr oder weniger zu einem Flügel. Und das kann man ganz, ganz fein abstimmen, je nach Wellen das ist eine. Deswegen hat man beim Viking-Segel eine Linie und warum würde man das machen? Aber diese Boote sind so gebaut, dass sie sich nicht selbst aufrichten und das heißt, wenn man über die Wellen fährt, dann verbiegt sich das Boot ein bisschen und man muss die Form des Segels je nach Windrichtung ändern, während man über die Wellen fährt und muss dann das Segel ständig ändern, sodass man nicht umkippt. Und ich weiß davon, weil ein Anthropologist dieses über die Wikinger-Schiffe ein Buch geschrieben hat und jemand hat vergessen, das Segel entsprechend anzupassen. Eine weitere Frage. Also wir haben noch 5 Minuten. Wenn der Erik noch weitere Fragen hat. Aber zuerst Mikrofon. Hi. So, du hast Soft-Aktuatoren. Hast du Soft-Sensoren? Oh, weiche Sensoren. Ja, das ist was Interessantes. Da arbeite ich gerade dran im Hintergrund. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Mikrofluide als Sensoren zu benutzen.
Man füllt was mit hydraulischer Flüssigkeit und dann kann dann den Druck messen am anderen Ende und so Mikrosensoren. Und eins der Probleme mit weichen Sensoren ist, dass es schwer ist zu kompensieren für die Verbiegung, für Biegung im System, für und dann da festzustellen, wie viele Kraft und wie viel Druck da ist. Und um festzustellen, die eine Person hat eine amputierte Gliedmaße und steckt das dann in den Sockel, in den und die Person steht da drauf und das Sensorfeld zeigt die bestimmte Richtung, in die das gebogen wird, aber nicht wirklich direkt den Druck. Und schwierig ist das bei diesem Sensordesign, ist Sachen zu entwickeln, bei denen die Orientierung nicht die Sensoren aus Versehen an der Seite sind. Und es ist schwierig, das auszugleichen, um eine genaue Messung zu machen. Und eine Möglichkeit ist, man baut da auch Dehnungssensoren rein, dann hat man eine lineare Messung und kann daraus dann das messen. Dies ist ein Beispiel für eine Form, die ich gemacht habe. Und da habe ich elektronische Komponenten reingebaut, innerhalb der nachgegebenen Teile. Und das hat irgendwie leuchtende LEDs drin, bunte LEDs. Man steckt das da mechanisch rein und das verankert sich da. Und wenn man auswählen kann, wo man die Sensoren hinbaut, dann kann man die in weiche Systeme reinbauen. Aber es ist doch ein sehr, sehr kompliziertes Problem, gerade bei Prothesen oder in der Raumfahrt. Okay, so the question is, So, Signal Angel, hast du weitere Fragen? Ja, sicher. Die Leute werden kreativ. So, letzte Frage vom Erik ist: Kennst du pneumatische Rechnern wie Staatsmaschinen? Oder musst du immer einen Rechner und mit einer Schnittstelle? Das ist was, woran ich sehr interessiert bin. Denn die Idee, pneumatische Zustandsmaschinen zu bauen, ist, wo man eine Serie von Aktuatoren hat und die sich nur unter bestimmten Bedingungen aufblasen oder so, so wie beim Oktopus. Und es gibt ganz viele weiche Robotersachen sind von Seelebewesen. Und die haben eigentlich. Oktopus hat eigentlich nicht genug Gehirnrechenpower, um alle Arme zu bewegen und limitieren sich nur auf bestimmte gerade Abschnitte von den Armen. Damit sie laufen können. Also, Ja. es hat ein neuronales System und sie haben verschiedene Prozessverarbeitungszentren. Und eine ziemlich coole Sache ist, man kann sich mit Elektroden kann man ganz genau gucken in den verschiedenen Tentakeln. Und wenn sie versuchen, irgendwas mit dem Ende der Tentakel, dann wird es kontrolliert durch etwas, das in dem Tentakel ist. Und es hat so Relais. Sensoren und diesen kleinen Knoten, die immer höher in dem Arm. Und das Flex startet und bis zum nächsten Knoten. Und wenn es der nächsten Knoten betroffen ist, dann geht es weiter. Aber wenn der nächste Knoten nicht erreicht wird, dann hört es auf. Und deswegen sind diese Knoten verbunden, diesen Verarbeitungsknoten. So. Um das Problem zu vereinfachen. Und ich glaube, das wäre ziemlich cool, sowas zu machen mit diesen Passivsystemen, mit Pneumatik. Also ich glaube, ich habe eine Lösung erstellt mit verschiedenen Mold, aber die Schwierigkeit, also man muss Checkvalven bauen und die sind schwierig zu erstellen. Und du willst nicht, man braucht dann einen Feder und ein Feder kann nicht vorgeladen werden, wenn man das produziert. Und so, das ist kompliziert. Also es gibt auch Valven wie in
Herzvalve, Herzklappe, und die springen zurück zusammen. Herzklappen funktionieren auch als Rückschlagventile, und aber die sind ganz schwer zu gießen in einer Form, und Sachen, die wirklich mit Federkraft zurückfedern und sich schließen, und man kann das aber vielleicht mit einem komplizierten zweiteiligen Gussform machen, aber das ist interessante theoretische nachgiebige Robotik, aber damit kann ich meine Rechnung nicht bezahlen. Und, ja, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag.